Diese Folge wird dir präsentiert von Renault Zwing, dem Elektroauto für Deutschland. Alles geht einfach. Profitiere jetzt von Folge nicht gehört habt, macht jetzt sofort aus und macht die Folge davor an, weil es gibt keinen Sinn, hier weiter zu hören, weil das wird heute nichts. Nee, da hat einfach alles gestimmt, Tommy. Da waren Synergien da, da war Blitz, Charme und Melone da. Da war einfach alles vorhanden. Ich bin ganz ehrlich so, ich habe die Woche seitdem komplett durchgearbeitet. Also ich könnte jetzt wieder erzählen, ja, dann war ich in der Stadt und dann hatte ich eine Show und dann sind wir ins Hotel gefahren und dann sind wir am nächsten Tag in die andere Stadt gefahren. Und dann hatte ich da die Show und dann sind wir jetzt okay. Aber das gibt ja auch nicht so viel her. Nee, wir sind eigentlich unter den Kreativen, sind wir so im Frühling ganz schön langweilig. Ich bin gerade länger bei einer Produktion, du bist auf Tour. Wir haben eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, also mach bitte aus. Wirklich, das... Hast du das Gefühl, wirklich kreativ zu sein, weil ich... Das ist vielleicht gar nicht so schlecht als Thema. Wir sind noch ein bisschen auf Themensuche da draußen, die Packies. Weil ich habe eigentlich nicht das Gefühl, kreativ zu sein im Sinne von so, beispielsweise der Comedian Tino Bommelino, den hatte ich auch schon mal empfohlen, den solltet ihr unbedingt dann auschecken. Der ist zum Beispiel mega kreativ, so, der kann sich so geilen Scheiß ausdenken und so. Und ich habe immer das Gefühl, ich bin eigentlich gar nicht kreativ. Ich glaube, was ich ganz gut kann, ist einfach nur Sachen, die echt sind oder die es gibt, so aus dem Leben irgendwie so zusammentragen. Oder ich glaube, ich erkenne im echten Leben, was vielleicht witzig sein könnte und kann das dann gut erzählen. Aber ich bin eigentlich kein guter mir was Ausdenker. Bist du da? Bist du da kreativ? Unterschiedlich tatsächlich. Ich bin immer noch auf der Suche, was so mein bester Tagesablauf ist, um besonders irgendwie kreativ zu sein, um besonders großen Output zu haben. Manchmal habe ich das auch, dass ich anfange, Sachen aufzuschreiben wie so ein Irrer. Und manchmal versuche ich auch nur wirklich Sachen aus dem Alltag zu reproduzieren. Ich habe da noch nicht so den Weg für mich gefunden irgendwie. Aber ich glaube, ich bin insgesamt kein besonders... Ich arbeite daran, noch kein besonders guter Kreativer, weil, was viele da draußen ja nicht wissen, kreativ zu sein sind eben nicht die Laissez-faire-Typen, Füße hoch und gar nichts, sondern es gehört eine extrem viel Disziplin auch dazu. Also ich habe dir ja damals dieses Buch empfohlen, für mein kreatives Pensum gehe ich unter die Dusche, heißt das, wo die verschiedene... Habe ich noch nicht gelesen. Ja, das ist aber sehr gut, wo die verschiedenen Künstler vom 18. Jahrhundert bis heute porträtieren und deren Tagesablauf nacherzählen und das bei jedem trieft daraus, 7 Uhr aufgestanden, 8 Uhr angefangen zu arbeiten und dann wirklich durch, und dann aber auch nur so bis 14 Uhr, weil länger kannst du auch nicht kreativ sein, und dann haben sie angefangen zu saufen oder sind ins Café gegangen oder so wünsche ich mir das eigentlich auch, aber ich kann es auch nicht, ich bin noch zu Prokrastinator. Du willst quasi, du bist quasi auf der Suche nach so einem romantischen Alkoholismus. Mhm. Ich glaube, ich bin halt für einen Autor auch viel zu sehr körperbewusst, also ich gehe zum Sport, ich versuche mich vernünftig zu ernähren, aber eigentlich müsste ich rauchen. Ich habe auch so eine Rauchsehnsucht, obwohl ich gar nicht rauche, aber irgendwie, ich würde gerne rauchen, ich würde gerne in so einem klischeehaft in so einem Nebelschwaden sitzen und auch besoffen sein um 13 Uhr und dann irgendwas auf Papier am besten zu Papier bringen, auf Papier zu verbringen, sehr gut. Aber ich gehe dann auch zum Sport und so und zum Friseur und mache irgendwie und ernähre mich vernünftig und dann irgendwie passt das noch nicht so. Aber gegen mir fehlt das ein bisschen, mir fehlt Wien irgendwie so in mir.
dieses Wiener Künstlerding so. Aber gegen Mickey Beisenherz bist du trotzdem noch ein ziemlicher Lauch. Das stimmt. Das stimmt. Der zieht das richtig durch, war ja, der ist auch irgendwie eine 48-Stunden-Tag. Der macht alles. Ja. Ja, ich weiß auch nicht so richtig. Ich glaube, da muss man einfach wirklich seinen Weg finden. Aber das, du hast gerade viele interessante Sachen gesagt, aber ich fand, das war völlig am Thema vorbei. Ehrlich gesagt. Weil ich eigentlich ja wissen wollte, ob du. Wie spät es ist. Ja, ich wollte ja nicht wissen, ob du einen Weg gefunden hast, wie man kreativ arbeitet, sondern ich wollte wissen, ob du dich eher als kreativen Typ bezeichnen würdest oder eher als Observator, der die Sachen. Das habe ich aber beantwortet. Für mich nicht. Doch, ich habe gesagt, ich bin manchmal so und manchmal versuche ich nur Sachen aus dem Alltag zu reproduzieren und ich habe noch keinen Weg für mich gefunden, was ich da wirklich bin. Das habe ich gesagt. Das hat Tommy nicht gesagt, doch, oder? 100%. Ich bin ganz kurz davor, hier die Aufnahme zu stoppen und zurückzuspulen. Protze. Und dir das nochmal vorzuspielen. Wie ich gesagt. Aber da habe ich dich wahrscheinlich schon so mit meinem Nullgeschwafel sediert, dass du irgendwie abgeschweift bist mit deinen Blicken. Das ist, wann hält der Wichser endlich die Fresse. Kennst du das, wenn man sich so selber so richtig dabei ertappt, wie man gerade komplett auf Durchzug schaltet? Wenn einem jemand irgendwas erzählt und du bist so dermaßen nicht in der Story drin. Dir fehlen so richtig wichtige Connecting Points. Und das ist ja an sich, witzig, weil das Ohr ist ja das einzige Organ, Sinnesorgan, was du irgendwie eigentlich nicht aktiv ausschalten kannst. Also du kannst die Nase zuhalten, kannst die Augen zumachen, so. Was uns in Verdansk gelingt, ebnet den Weg für das neue, große Russland.